dir vor als letzte Rednerin zu diesem Volksbegehren die Justizsprecherin der SPÖ, Selma Yildirim. Vielen Dank, Herr Präsident. Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren, oben auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Über 300.000 Menschen haben das Antikorruptions- und Rechtsstaatlichkeitsvolksbegehren unterstützt. Das ist ein Auftrag für die Politik, aber auch vor allem für uns Abgeordnete hier im Hohen Haus. Ich darf ganz kurz daran erinnern, was denn über 300.000 Menschen dazu bewegt hat und vor allem die Proponentinnen und Proponenten dieses Volksbegehrens dazu veranlasst hat, im 21. Jahrhundert, damals doch in einer liberalen Demokratie, so ein Volksbegehren zu initiieren. Das waren die systematischen, massiven Angriffe der ÖVP auf die Justiz. Und das hat es in der Geschichte der Zweiten Republik noch nie gegeben, nicht in diesem Ausmaß und nicht mit dieser Systematik. Und umso mehr ärgert es mich, wenn hier Abgeordnete der ÖVP sich herstellen und genau den Grund, weshalb es dieses Volksbegehren gibt, hier wiederholen, nämlich eine Institution der Korruptionsbekämpfung in diesem Land anzupatzen. Das müssen Sie unterlassen. Wir sollten alle daran interessiert sein, eine unabhängige, starke Korruptionsbekämpfung in diesem Land sicherzustellen. Würden wir heute nicht darüber diskutieren, einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt vielleicht wirklich umzusetzen, dann verstehe ich das nicht mehr, wie Ihr Demokratie- und Rechtsstaatlichkeitsverständnis ist. Ich darf nur daran erinnern, dass nach den Rechtsstaatlichkeitskriterien der Europäischen Union Österreich mit dem derzeit bestehenden System keine Chance hätte, als Mitglied der Europäischen Union aufgenommen zu werden. Das muss man sich doch auf der Zunge zergehen lassen. Ich darf auch daran erinnern und halte Ihnen das vor, gerade den Vertreterinnen und Vertretern der ÖVP. Sie sind maßgeblich schuld daran, dass die Republik Österreich im Jahre 2022 keine liberale Demokratie mehr ist, sondern nur mehr eine Wahldemokratie. Ich bin entsetzt darüber. Ich bin entsetzt. Und noch mehr, dass hier die Einsicht fehlt, dass wir hier massivst Korruptionsbekämpfung in diesem Land stärken müssen. Und ich finde das wirklich besorgniserregend, alles so einfach vom Tisch zu fegen, ohne sich intensiv damit zu befassen und zu diskutieren, wo wir effektive Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Und es gibt aber auch viele Möglichkeiten. 72 Vorschläge hat man uns hier vorgelegt. Und wir jedenfalls als Sozialdemokratische Partei haben dazu bereits auch zahlreiche Vorschläge und Anträge eingebracht und sind auch bereit, konstruktiv hier an einem besseren Land und einem transparenten und korruptionsfreien Land zu arbeiten. Wenn ich in dem Zusammenhang, und ich sehe da wirklich ein Problem bei Ihnen, Vertreterinnen und Vertreter der ÖVP, wenn ich nur an eine Aussage eines Tiroler ÖVP-Abgeordneten erinnern darf, in den letzten Tagen im Zusammenhang mit den anstehenden Landtagswahlen in Tirol. Er hat gesagt, wir regieren dieses Land seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dann weiter. Die TIVAG, der Tiroler Energieversorger, gehört uns. Die Wohnbauförderung gehört uns. Die Hypo Tirol, die Tiroler Landesbank, gehört uns. Manche in der ÖVP scheinen zu glauben, dass ihnen das ganze Land gehört. Und sie agieren auch so. Ein anderes Beispiel, weil Sie jetzt ein paar Mal den Untersuchungsausschuss erwähnt haben. Ich habe stellvertretend für die zweite Nationalratspräsidentin tageweise diesen Untersuchungsausschuss leiten dürfen. Es war unglaublich, dass eine Auskunftsperson eine Stunde gebraucht hat, weil sie Instrumente der Geschäftsordnung dazu missbraucht haben, dass er überhaupt sagen kann, wie er heißt und welche Funktion er hat. So gehen Sie mit Rechtsstaatlichkeit um, und das ist ärgerlich, und das kann man so nicht stehen lassen. Das Volksbegehren will nicht mehr und nicht weniger. Anstand und Integrität in der Politik. Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz, moderne Antikorruptions- und Transparenzgesetzgebung und die Pressefreiheit. Und in all diesen Punkten sind wir verpflichtet zu unterstützen. Wir wollen Österreich wieder an den internationalen, also an die internationale Spitzen, an den Spitzenplatz bringen, nämlich
ein sauberes Land zu sein, transparent, korruptionsfrei zu sein, in der Pressefreiheit wieder, dass wir ein Ansehen haben, in der Rechtsstaatlichkeit, dass wir ein Ansehen haben. Wir sind gerne dabei, das gemeinsam voranzutreiben. Ich hoffe sehr, dass auch die Kolleginnen und Kollegen der ÖVP endlich diesen Handlungsbedarf erkennen. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Ich weise das Volksbegehren Rechtsstaat und Antikorruptionsvolksbegehren 16 und 26 der Beilagen dem Justizausschuss zu.